Bei der, ich sag mal, Alleinbesteigung des Panoramafels, da habe ich mich schon in der Schlucht, die da zum Einstieg führt, da habe ich mich schon ziemlich klein und dürftig gefühlt. Da ging mein Puls schon ziemlich hoch. Und so, dass ich dann sehr frühzeitig, als ich dann dort etwas an Höhe gewonnen hatte, schon abgebrochen habe. Die Natur und die Aufgabe, die war mir einfach übermächtig. Und ich habe gemerkt, dass ich das alleine, dass ich alleine der Sache nicht gewachsen bin. Ja, das war eben sehr stark von Angst geprägt. Aber andererseits ist eben die Angst auch ein Reiz, wie weit man, und das merkt man auch als Kind schon, wie weit man selber gehen kann. Ne? Ich habe natürlich auch viele Panikattacken gehabt, wo ich auch noch der Mami gerufen habe. Ne? Und es gab auch Unfälle. Und beim Analysieren der Unfälle bin ich ja dann immer dazu darauf gekommen, es waren keine Unfälle, die dann durch mein klettersportliches Unvermögen passiert sind, sondern die sind immer passiert, weil ich im Kopf nie sauber war. Klettern ist weniger körperlich als mehr von der Psyche her. Wenn ich jetzt was mache, wenn ich jetzt seilfrei kletter, dann weiß ich, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann bin ich tot. Und es ist schon was Großartiges, das ist ja dann auch wieder ein anderer Grenzbereich. Das ist ja dann der Grenzbereich zwischen Tod und Leben. Ich habe so einen intensiven Glauben an mich selber, an meine Fähigkeiten, dass ich ja am Leben bleibe. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, dieses Lebensgefühl dann, so an der Grenze entlang zu gehen und zu wissen, ich bin stark. Ich halte beim Klettern zum Beispiel immer ein Selbstgespräch, in dem ich mir immer eine Frage stelle, also die Frage, die jetzt ansteht und die auch beantworte. Und wenn ich keine Antwort weiß, bewege ich mich nicht weiter. Was ganz Großartiges beim Klettern, fast wie ein Phänomen, ist ja, dass man, wenn es dir gelingt, über deine Grenzen zu gehen sozusagen, solche Situationen gibt es ja, das sind ja die Momente, denen man ja eigentlich hinterherjagt. Ja, man ist ja dann, das ist ja wie eine, bisschen wie eine Droge. Das ist ja, da ist auch nicht festzuhalten, oder? Das sind nur Momente und dann ist es wieder weg.